Phönix aus der Asche, das Spiel. Herzlich willkommen bei Feuervogel TV mit einem absoluten Wahnsinnsspiel. Phönix legt das Comeback des Jahres hin, gewinnt das vierte Viertel gegen Bremerhaven mit 42:21 und hat so zum Schluss jede Menge Grund zu feiern. Topscorer Devin White legt hochverdient die Humba hin. Phönix feiert schon mal Karneval. Immer alles, auch wenn es aussichtslos ist, versuchen wir das Spiel noch rumzureißen, so nah ranzukommen, wie es geht und immer versuchen noch zu gewinnen. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft gerade in der zweiten Halbzeit. Ich bin sehr sauer auf meine Mannschaft in der ersten Halbzeit. Erst sauer, dann stolz. Die Geschichte dieses Spiels aus Sicht von Coach Ingo Freier. Nach 5 Wochen ohne Heimspiel ist ganz Hagen heiß auf die Partie gegen die Eisbären aus Bremerhaven. Endlich wieder Basketball mit Schmackes. Phönix Hagen in der NRW Arena. Der ehemalige Hagener, Maskenmann Jacob Birchi und seine Bremerhavener sind punktgleich mit Phönix. Insofern ein Spiel, das richtungsweisend ist und ein Spiel, das lange nicht nach einem Heimsieg aussieht. Phönix macht viele leichte Fehler. Das Team will, vieles funktioniert aber nicht. Ich glaube eigentlich nicht, dass wir am Anfang so viel Energie hatten in der ersten Halbzeit. Verteidigung war nicht so gut, wie sie hätte sein sollen. Ein Block und die sind frei zum Wurf gekommen. Dann haben die natürlich auch unfassbar gut getroffen in der ersten Halbzeit. Die Eisbären scheinen sich das Spiel ganz cool unter den Nagel reißen zu wollen. Burrell, Zwiener und Jackson treffen fast alles. Zur Halbzeit ist Bremerhaven 16 vor. Zweite Halbzeit hat man gesehen, viel mehr Energie. Sie wollten es unbedingt. Wir sind im dritten Viertel trotzdem nicht näher rangekommen. Ein bisschen unglücklich mal hier oder da einen Korbleger daneben. Dann haben die Bremerhavener aber auch angefangen, nicht mehr so gut zu treffen. Die Umstellung auf Zone im dritten Viertel hat uns sehr, sehr geholfen. Von da an war der Spielfluss bei den Bremerhavenern weg. Das war ein sehr guter Coaching-Move. Ersten schöpfen leise Hoffnung. Vielleicht geht ja doch noch was. Bremerhaven kann Phönix zwar noch auf Abstand halten, wirkt aber zunehmend verunsichert, hatte das Spiel vielleicht im Kopf schon gewonnen und kommt irgendwie nicht mehr zurück auf die Schiene. Und dann war plötzlich so viel Energie und so viel Intensität im vierten Viertel drin, nachdem die ersten 1, 2, 3er drin waren. Die Halle war da, es war richtig laut. Das ist das, was ja alle Gegner dann auch fürchten, wenn es hier so laut wird. Und wir haben einfach unfassbar gut geworfen im vierten Viertel und auch gut verteidigt. Und das hat dann den Unterschied gemacht. Also wie gesagt, 42 Punkte in einem Viertel. Wir hatten nach 3,5 Minuten 16 Punkte aufgeholt, lagen sogar mit einem in Führung. Unglaublich. Unglaublich, das trifft es. Devin White dreht auf, versenkt Dreier, klaut sich den Ball und auch David Bell und Adam Hess haben jetzt Lust auf einen Hammer-Showdown. Endspurt Phoenix-Style.
In der NRW Arena gibt es schon lange nur noch Stehplätze. Der sechste Mann treibt das Team zusätzlich an und die Eisbären in den Wahnsinn. Bei den Gästen geht nicht mehr viel, umso mehr bei Phoenix. Eine Basketballgala zum Genießen, der absolute Wahnsinn. Zwischenzeitlich mausetot hat das Team von Phoenix ein ganz dickes Ausrufezeichen gesetzt, so ein Spiel noch zu drehen. Das bringt Selbstvertrauen, das verspricht noch einiges für die nächsten Spiele. Die ganze Halle ist überglücklich und mächtig stolz. Wie habt ihr das geschafft, das noch im letzten Viertel zu drehen? Sowas haben wir ja noch nie gesehen. Ich habe das auch nie gesehen, das war unglaublich. Wir hatten, glaube ich, 42 Punkte in die letzte Viertel. Das ist unglaublich. Wir können nicht so lange warten, so gut spielen, aber für mich, das war sehr cool von uns. Dass man sich dann so noch aufraffen kann, ihr seid ja dann auch schon ziemlich kaputt nach drei Vierteln, und dann plötzlich so viel Gas zu geben noch, sensationell. Ja, wir haben in die letzte Viertel mit unserem Tempo gespielt und das ist wichtig für uns. Wenn wir mit unserem Tempo spielen, wir sind eine sehr gute Mannschaft. You see, you have a lot of fans still here in Hagen. How does it feel playing again here? It was tough playing against them. You know, Hagen's always a first family for me. I definitely miss the fans, the organization. They've been, you know, they were great to me my first year. It was bittersweet having to go against them, but, you know, hats off to them getting the win. It was a big win for them. You started very good in this game. And what do you think, what was Hagen's advantage in the end? Why did they make this game? You know, they switched to zone, really messed up our flow, and they knocked down shots. I mean, there's no other way to talk about it. You know, we didn't play good defense, and they made us pay. Versuchen immer alles, auch wenn es aussichtslos ist, versuchen wir das Spiel noch rumzureißen, so nah ranzukommen, wie es geht, und immer versuchen noch zu gewinnen. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, gerade in der zweiten Halbzeit. Ich bin sehr sauer auf meine Mannschaft in der ersten Halbzeit. Am Ende haben wir zwei Punkte, das zählt sehr viel.